16.07.2023 um 12.07 Uhr wurde die Feuerwehr Bonn zu einem Verkehrsunfall mit gemeldeter eingeklemmter Person auf die A565 in Fahrtrichtung Bonn kurz hinter der Anschlussstelle Längsufer gelangt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Pkw gegen einen Mähanhänger auf der linken Spur gerast ist, der Fahrer bereits aus dem Fahrzeug war, aber verletzt ist. Die Fahrtrichtung wurde kurzzeitig gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Pkw musste unter dem Anhänger hervorgezogen werden. Daraufhin mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Vor der Unfallstelle bildete sich ein langer Stau. Der Grund für den Unfall ist noch unklar. Im Einsatz waren mindestens der B-Dienst, die Löscheinheiten 1, 41, 42, die Rüsteinheit, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug, ein Rettungswagen und ein Funkstreifenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.